Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche, der letzten vollständigen Arbeitswoche vor meinem dreiwöchigen Sommerurlaub. So, ja, ab Donnerstag habe ich 3 Wochen Urlaub und ich freue mich schon unglaublich darauf. Und es soll ja ab nächste Woche auch endlich wieder sommerlich werden. Es soll 30 Grad haben, es soll trocken sein, es soll schön sein und ich hoffe, dass das 3 Wochen ja der Fall ist. Ja, drückt mir mal wettertechnisch ein bisschen die Daumen. Es müssen nicht immer 30 Grad sein, ich weiß. Aber trocken wäre zumindest schön. Die letzte Woche war sehr verregnet. Das war sehr, sehr unschön. Man hatte gefühlt 2-3 Tage, wo es durchgängig geregnet hat. Und ja, das hat mich tatsächlich so ein bisschen gefrustet. Aber ja, zudem geht dann meine schöne Bräune dahin, wenn man das nicht ein bisschen auffrischt. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Ja, es gibt neben einigen Büchern, die ich in dieser Woche gelesen habe, auch noch eins, was ich angefangen habe, wo ich aber so kurz was zu den ersten 170 Seiten, glaube ich, sagen möchte. Auch ein bisschen was zu Game of Thrones, zu unserem Hangout. Und es gab diese Woche etwas, worüber ich mal positiv berichten möchte, denn meckern können wir ja schließlich alle relativ gut. Ich möchte heute mal dem Thalia Kulanz-Service sozusagen danken. Das machen wir aber, denke ich, ein bisschen später. Lesetechnisch war allerhand dabei. Gestartet ist die Woche am Wochenende mit Das Herz des Verräters von Mary E. Pearson. Das ist ja der zweite Teil der Chroniken der Verbliebenen. Ich habe Kuss der Lüge, der hier oben, seht ihr wahrscheinlich nicht, sehr, sehr gemocht. Das war wirklich so ein Jugendbuch-Highlight für mich. Und ich habe mich sehr auf den zweiten Teil gefreut und habe den letztes Wochenende dann auch begonnen. Und dann wurde mir von Jo Berger ihr neues Buch vorab zur Verfügung gestellt zum Lesen, und zwar Herz berührt. Es ist wohl ein zweiter Teil, man kann die Bücher aber eher als Serie betrachtet komplett unabhängig voneinander lesen, und da habe ich mich auch sehr darauf gefreut. Es ist mein erstes Buch von Jo Berger und ich war sehr, sehr gespannt. Dann habe ich einfach so zwischendurch auf Lovely Books entdeckt, dass es eine Leserunde mit Gewinnspiel zum neuen Buch von Eva Völler geben wird, zu dieser Time School Reihe. Und dass es da ein Prequel, also etwas vor dieser Story sozusagen gibt, und zwar der Anfang. Das ist ein kostenloses E-Book, was man auf Amazon bekommt. Ich habe es auf Lovely Books in diesen ganzen Leserunden-Gedöns sozusagen entdeckt. Das habe ich einfach mal so spontan gelesen. Möchte ich auch 2-3 Wörter dazu erzählen. Dann habe ich etwas mit freudiger Stimmung benötigt und habe Glücksbringer auf Samtpfoten gelesen von Melissa Delay. Ich lese immer mal wieder gerne Bücher, wo es um Katzen geht, beziehungsweise wo auch Katzen die Protagonisten sind und aus ihrer Sicht so ein bisschen ihr Leben erzählen, und das ist auch so ein Buch dazu. Und als letztes habe ich zusammen mit der lieben Susan ein Buch gestartet. Wir sind auch noch mittendrin auf Immer gejagt von Erin Summerill. Und wir haben uns relativ spontan dazu entschlossen, es jetzt doch endlich mal zu lesen. Es liegt ja schon ein Stückchen auf unserem Sub. Irgendwann, denke ich mal, Ende Juni, oder ich glaube bei mir Anfang Juli, war glaube ich das erste Buch im Juli, ist es ja bei uns eingezogen. Es war ja die Katzen, hallo hübsche, die Katzen-Blogger-Aktion, dass wenn man den auf Immer gejagt-Tag macht, dass man dann als Blogger oder Booktuber eben ein Rezi-Exemplar gewinnen kann. Und wir hatten da eben auch beide Glück, haben das bekommen und haben heute, bei mir ist Freitag, schon 3 Leseabschnitte gelesen. Heute kommt der 4. Leseabschnitt und dazu dann ein bisschen später mehr. Aber starten wir, denke ich, einfach mal mit dem ersten Buch. Und zwar Das Herz des Verräters von Mary E. Pearson. Das ist erschienen im Mai diesen Jahres im One Verlag. Kostet gebunden 18 Euro, als E-Book 14 Euro, hat 530 Seiten und ist der zweite Teil dieser Reihe, die sich nennt Die Chroniken der Verbliebenen. Der erste Teil war Kuss der Lüge. Der dritte Teil wird heißen Die Gabe der Auserwählten und wird im Oktober erscheinen. Und da man die englischsprachige Trilogie im Deutschen in 4 Teile teilt, wird es wohl Anfang nächsten Jahres dann den 4. Teil geben. Ob ich das jetzt gut finden soll oder nicht,
Ja. Der englische dritte Teil erscheint im August diesen Jahres und wird heißen The Beauty of Darkness. Nachdem sonst immer die Titel tatsächlich so heißen im Englischen wie, also die Übersetzung im Deutschen wie die englischen Bücher, könnte ich mir vorstellen, dass dann der vierte eben auch irgendwas von, ja, die Schönheit der Dunkelheit oder die Schöne der Dunkelheit oder so, dass man da in so eine ähnliche Richtung gehen wird. Was ja doch irgendwie auch so ein bisschen passen würde. Und das erscheint im August. Das Taschenbuch, glaube ich, im Englischen, habe ich mir aufgeschrieben, glaube ich, 10 Euro. Also wer es gar nicht erwarten kann, kann da auf jeden Fall zugreifen. Was zu einem zweiten Teil zu erzählen, ist natürlich immer schwierig. Die Grundstory aus dem ersten Teil ist eben Prinzessin Lia, soll ja an die etwas nicht so freundlich gestimmt ist, an das nächste Königreich sozusagen mit einer Heirat gebunden werden. Und sie soll einen Prinzen heiraten, den sie nicht kennt. Und ja, sie ist da überhaupt nicht begeistert von. Zusammen mit ihrer Zofe macht sie sich daher auf die Flucht, landet da in einem Dorf, was eine Verbindung zur Zofe hat und trifft dort, als sie dann eben so als Junkmädchen arbeitet, auf zwei Männern und auch ja diese Perspektiven lernen wir kennen, denn wir treffen einmal auf den Prinzen selbst, der ja sich das Mädchen anschauen möchte, was ihn sitzen gelassen hat, und wir treffen auf einen Attentäter, der vor ja geplant hat, die Prinzessin zu töten. Und wir erfahren im Gespräch, wenn wir Lias Perspektive sind, erfahren wir die Namen, also dass es sich hier um Rafe und Caden handelt, aber wir wissen nicht, wer von beiden dann eben der Prinz ist und wer sozusagen ja, der Attentäter ist. Was ich sehr cool gemacht fand in Kuss der Lüge und wirklich sehr viel Spannung für mich bedeutet hat. Ich mochte diese Perspektivwechsel sehr, sehr gerne und auch so ein bisschen das Ungewisse, wer ist was. Es wird natürlich aufgelöst. Aber das verrate ich natürlich nicht. Und ja, man kann da natürlich gespannt sein. Und der zweite Teil knüpft jetzt eben direkt an den ersten Teil an. Und es ist nach wie vor sehr atmosphärisch. Ich mag diese bildgewaltige Sprache, die Mary E. Pearson verwendet. Das ist tolles, ja, im Grunde schon auch High Fantasy. Eine Welt wurde erschaffen. Es gibt jetzt keine extrem fantastischen, ja, Wesen oder ähnliches, aber man hat bei High Fantasy muss ja nicht immer ja etwas Magisches passieren, sondern es geht ja darum, dass man eine Welt erfindet. Und ich finde, das ist eine Jugendbuch-High-Fantasy-Story, die ich wirklich großartig finde. Das Weltbild, wie sie die Geschichte erzählt, auch nach wie vor mit diesem Perspektivwechsel vom Prinzen und vom Attentäter, und dann bekommt man noch eine vierte Perspektive. Es ist immer sehr schön gestaltet, man weiß immer genau, wer man ist. Also es ist oben immer, bis auf bei Kapitel 1, also immer wenn nichts dort steht, sind wir Lia. Wenn ein Name dort steht, sind wir eben der, dessen, ach, ich hoffe, ihr seht es, sind wir eben der, der dort steht. Und daher keine Verwirrung. Wir haben vorne auch eine wunderschön gestaltete Karte, wie ich finde. Und ja, also wirklich großartig gemacht. Und das ist halt vom Sprachlichen her schon für ein Jugendbuch sehr hochwertig. Es lässt sich sehr angenehm lesen, es lässt sich sehr flüssig leben, man ist sehr schnell in dieser Welt drin. Und ja, für eine Jugendbuchprotagonistin mag ich auch Lia tatsächlich sehr, sehr gerne, auch wenn ich ihre Handlungen nicht immer ganz nachvollziehen kann, weil manchmal denke ich schon, ach, machst du nicht mal so einen Moment drüber nachdenken, bevor du ja hier so losprescht. Aber ja, es hat mir gut gefallen, es ist nicht an Kuss der Lüge für mich herangekommen. Es ist ja sehr oft bei zweiten Teilen so, ich fand es jetzt nicht einen typischen zweiten Band, der von Längen strotzt, aber es gibt eben schon zwei, drei Längen, wo man so über 20, 30 Seiten denkt, puh, ja, okay, jetzt können wir auch mal wieder weitermachen. Nach wie vor wirklich eine ganz, ganz tolle Jugendbuchreihe, die mir wirklich Spaß gemacht hat und die mir einfach sprachlich auch sehr gefällt und man eben auch wirklich ein Bild vor Augen hat, wie diese Welt ist, wie die Personen darin leben, wie sie agieren, wie sie miteinander umgehen und man eben ganz viele neue Charaktere kennenlernt, aber eben auch die Altbekannten eben vertieft, und das macht Mary E. Pearson wirklich ja, wirklich sehr, sehr gut. Und ich mag auch so, dass man sich die Kleider vorstellen kann, dass man sich die Gegenstände vorstellen kann, dass man sich die Umgebung vorstellen kann, dass man sich ja eben zum Beispiel auch irgendeine
ohne zu spoilern, aber eben, dass man sich die Welt vorstellen kann, in der Lia ist. Und das finde ich einfach großartig gemacht. Und das wirklich zieht mich in den Bann und gefällt mir unglaublich gut. Und wären diese 2-3 Längen nicht gewesen, wäre das auch wieder eine absolute Top-Empfehlung. Aber ich muss einfach sagen, es ist halt, ich denke, in der Geschichte, die jetzt wahrscheinlich im Deutschen tatsächlich dann ja vielleicht um die 2000 Seiten haben wird. Ich meine, wir haben jetzt gerade 1000 Seiten. Wenn noch 2 Bände in der Stärke kommen, dann sind halt auch mal auf diese Bücher 2-3 Längen mit 30, 50 Seiten gar nicht so viel. Und ich finde, das wird auch einfach immer so ein bisschen, ist halt da eine Länge, ist das gleich schlecht. Das finde ich tatsächlich nicht. Und man braucht eben auch manchmal auch ein bisschen Zeit, damit etwas wirken kann. Und ja, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es wirklich eine tolle Fortsetzung. Ich bin sehr gespannt, wie der dritte Teil weitergeht und freue mich da wirklich auf den Oktober und bin dann auch gespannt, wann der vierte Teil herauskommen wird. Dann ging es weiter mit einem E-Book, nämlich Herzberührt von Jo Berger mit dem Untertitel Ein Engel für Jack. Das Buch ist am 21. Juni diesen Jahres bei Amazon erschienen, kostet aktuell zum Erscheinungspreis 99 Cent, hat 230 Seiten und ist der zweite Teil einer Serie eben über den Engel Elisa. Und ich kenne den ersten Teil nicht. Ich habe bisher noch nicht von Jo Berger etwas gelesen. Ich durfte das Buch im Zuge vom Autorensofa vorab lesen. Und es ist eben eine Buchserie. Ich denke mal, es wird da noch 1-2 Bände dazu geben. Und ich war einfach sehr gespannt, weil mir Jo Berger immer mal wieder irgendwo über den Weg läuft. Jetzt nicht direkt in Persona, aber dass ich Buchempfehlungen von ihren Büchern bekomme, dass sie mir auf Amazon empfohlen wird, dass sie mir auf Lovely Books, du mochtest das, lese das, angezeigt wird. Und ich habe mich da sehr gefreut, dass ich dieses Buch zur Verfügung gestellt bekommen habe und dann jetzt auch gelesen habe. Ja, die Geschichte handelt von dem Engel Elisa, die in einem früheren Fall etwas verbockt hat und jetzt jahrzehntelang oder sogar jahrhundertelang Wolken putzen soll. Doch der Engel Gabriel und Gott haben etwas für sie vorbereitet, eine Aufgabe. Sie soll auf die Erde gehen und dort Menschenleben verändern. Zum einen haben wir die Buchhändlerin Hope, die verlobt ist, sich aber doch nicht so sicher ist, ob ihr Freund, der so ein bisschen Geld- und Arbeits- und statussüchtig ist, der Richtige für sie ist. Und zum anderen haben wir den Bestseller-Autor Jack, der vor 2 Jahren seine Frau verloren hat durch Krebs und der sich seitdem eben sehr, sehr zurückgezogen hat. Und diese beiden Menschen, denen soll Elisa so ein bisschen helfen und das natürlich nicht einfach als Engel, hallo, hier bin ich, sondern mehr oder weniger als Putzfrau von Jack. Und das klingt nicht nur lustig und unterhaltsam, das war die Geschichte tatsächlich auch. Mir hat das sympathische Bild der Engel und auch von Gott sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte auch die sehr witzige Art von Elisa sehr, sehr gerne. Ich fand, sie war an mancher Stelle ein bisschen zu naiv dafür, dass man ja denkt, so ein Engel hat ja doch mehr oder weniger mehr Wissen als wir Menschen. Da hat sie sich manchmal so ein bisschen dusselig angestellt. Aber ja, auch Engel sind nicht unfehlbar. Und mir hat die Geschichtenidee gut gefallen. Ich mochte Elisa sehr gerne. Ich fand auch die anderen beiden Charaktere, die wir in den Büchern, in dem Buch eben näher kennenlernen, sehr toll ausgearbeitet. Ich finde, man hatte da ein Bild vor Augen. Man konnte verstehen, warum sie handeln, wie sie handeln. Und das hat mir gut gefallen. Also man kann verstehen, dass Jack eben einfach nach dem Tod seiner Frau eine Zeit lang braucht. Ob das jetzt wirklich 2 Jahre sein müssen, sei es dahingestellt. Aber man kann das verstehen, man kann sein Umfeld verstehen. Die sagen, jetzt rappel dich endlich auf und tu etwas. Und es ist ein sehr lockerer, ein sehr luftiger Schreibstil, der perfekt jetzt in die Sommerzeit passt, insofern der Sommer mal wiederkommt. Man kommt ratzfatz durch die 230 Seiten durch, es unterhält einen gut. Für meinen Geschmack waren es ein paar zu viele Klischees, das ist ja etwas, wo ich denke, immer mal okay. Das Buch hatte tatsächlich fast eine Spur zu viel für mich. Es bleibt auch so ein bisschen wenig hängen, wie ich finde. Also es ist nicht sehr tiefgründig, sondern es hätte tatsächlich ein bisschen mehr Tiefgang auch vertragen, um trotzdem noch locker und leicht zu sein. Zum Schreibstil muss ich sagen, dass ich den ganz okay fand. Mich hat tatsächlich etwas Extremes gestört. Und zwar ist das gefühlt bei Dialogen in jedem zweiten Satz eines Dialoges der andere mit seinem Namen angesprochen wird. Also so à la
Ja, hallo Steffi, wie geht es dir? Ah, hallo Brad Pitt, danke, mir geht es gut. Wie geht es dir, Brad? Oh, Steffi, danke, mir geht's auch gut. Was hast du Schönes gemacht? Ach, Brad, ja, das Wetter ist heute so schön. Ich lag am Strand. Wie war dein Tag so, Brad? Ach ja, der war toll. Steffi, wollen wir zusammen essen gehen? Ja, Brad, natürlich, lass uns essen gehen, Brad. Ich hol das Taxi. So ein bisschen muss man sich das vorstellen. Das war an mancher Stelle ein bisschen schlimmer als an anderen. Aber irgendwann, so spätestens bei der vierten Namenswiederholung, dachte ich, ja, ich kann mir tatsächlich merken, wie der Protagonist heißt. Ich fand das wirklich nicht schön gelöst, weil ich so dachte, das macht man im wahren Leben auch nicht. Also natürlich sagt man mal Hallo und den Namen, und wenn man jemanden natürlich auch ruft, spricht man den Namen auch irgendwie, aber doch nicht in einem Dialog immer und immer wieder. Also das fand ich irgendwie keine schöne stilistische Art, im Grunde da Dialoge zu führen. Und ja, das ist so was, was mich tatsächlich doch ein bisschen durchgängig immer mal wieder bei den Dialogen gestört hat. Das, was so ein bisschen dem Sommerlich Leichten auch einen kleinen Abbruch gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz fand ich die Geschichte ganz unterhaltsam und ich denke gerade auch einfach für ein kurzweiliges Abtauchen im Sommer am See, im Freibad, im Garten ist das auf jeden Fall eine schöne Geschichte, einfach weil mir diese Idee mit dem Engel, der da irgendwas tun soll und es natürlich nicht gleich so hinbekommt, ja, doch ganz gut gefallen hat und man eben einfach nochmal so von oben auf die Menschen guckt und ja, wir halt manchmal doch merkwürdige Geschöpfe sind. Man kann es, glaube ich, gar nicht anders sagen. Dann habe ich zufällig auf Lovely Books entdeckt, dass es zur neuen Reihe von Auf ewig dein von Eva Völler ein Gewinnspiel gibt, dass man da eine Leserunde mitmachen kann. Und ich habe das Buch hier, deswegen mache ich natürlich nicht bei der Leserunde mit, also beim Gewinnspiel mit. Habe aber gesehen, dass es ein Prequel gibt, und zwar Der Anfang. Und es ist ja jetzt eine neue Reihe, die im Grunde nach der Zeitenzauberreihe von Eva Völler spielt, die Time School Reihe. Man kann sie, denke ich, unabhängig voneinander lesen, soweit habe ich das schon mitbekommen. Aber wir lernen eben wieder, oder nein, wir treffen wieder auf Charaktere, die wir eben in der Zeitenzauberreihe schon lieben gelernt haben. Und es gibt hier eben Der Anfang, sozusagen der Teil 0.5. Und der ist jetzt erschienen im Juni im Buster Entertainment Verlag und ist bei Amazon und auch auf anderen Plattformen für 0 Euro erhältlich. Wie gesagt, auch auf Lovely Books, wenn ihr da unterwegs seid, guckt euch da einfach mal um. Da findet ihr das dann auch relativ einfach. Es hat 80 Seiten. Ja, ich glaube, es waren so grob 80 Seiten. Und ich bin da eben über Lovely Books drüber gestolpert und dachte, ach ja, liest du dir einfach mal das Prequel durch, machst du dir Lust auf das Büchlein, was ich denke, dann auf jeden Fall auch im Urlaub lesen werde. Und ja, wir treffen hier wieder auf Anna und Sebastiano, die wir eben ja schon aus den Zeitenzauberbüchern kennen. Und die sind eben auf dem Weg oder gerade angekommen bei den Wikingern, irgendwie was um die erste Jahrtausendwende, 900 und irgendwas. Und sie sollen Ole, der eben ein Wikinger ist, an die Time School sozusagen holen, denn er soll als Zeitenwächter ausgebildet werden. Das ist ja auch das, was im Grunde Anna und Sebastiano sind. Und man hatte direkt während der Geschichte direkt wieder die beiden Charaktere vor Augen. Man hatte direkt Wikinger vor Augen, man hatte diese Zeit vor Augen. Und es war ein wunderbarer Schreibstil, der mir sehr gut gefallen hat, der unglaublich viel Lust macht auf das neue Buch von Eva Völler. Und man ist direkt wieder drin und man ja, hat direkt wieder so das Kribbeln von Anna und Sebastiano und was so ein bisschen passiert. Und dass man hier halt wieder so wunderbar auf Zeitreise geht. Und es macht einfach direkt Lust auf das Buch. Und ich kann diese 80-seitige Geschichte absolut empfehlen. Es ist ein tolles Prequel, was einfach so als Zwischenband gedacht ist und man eben so wahrscheinlich erfährt, wie Ole denn irgendwie, ja, im Grunde jetzt es dann in dieses Buch geschafft hat. Und ich fand es cool. Also ich glaube, man muss es nicht gelesen haben. Ich denke, man kann auch direkt mit Auf ewig dein anfangen. Aber es hat einfach Spaß gemacht, einfach wieder abzutauchen. Es war halt so spontan, dass ich, ja, ich wusste halt gar nicht, dass es das gibt. Schwupps war ich in der Geschichte drin und am liebsten hätte ich direkt dann auch zu diesem Buch gegriffen und ich denke, dass das jetzt auf jeden Fall im Urlaub auch gelesen wird und ja, freue mich da schon sehr, einfach wieder auf Zeitreise zu gehen. Und Eva Völler ist vom Schreibstil her einfach ganz toll, also es ist ein ganz wunderbarer Schreibstil und auch für ein Jugendbuch wirklich wunderschön.
Und hat mir einfach bei der Zeitenzauberei, die ihr, glaube ich, nicht seht, ich weiß gar nicht, wo ich die wieder hingepackt habe. Ja, das kommt davon, wenn man immer mal sein Bücherregal umräumt, da findet man am Ende nichts mehr. Aber es steht auf jeden Fall hier irgendwo rum. Und mir haben die ja damals wirklich unglaublich gut gefallen. Und ich finde es echt schön, dass es so ein bisschen irgendwie in der Art mit der Geschichte dann auch weitergeht. Ja, dann wollte ich etwas locker, leichtes so zum Wochenmitte, zum Wochenende hin. Und zwar Glücksbringer auf Samtpfoten von Melissa Delay. Das ist ein Buch, das am 17. Juli diesen Jahres im Goldmann Verlag erschienen ist. Als Taschenbuch kostet es 10 Euro, als E-Book 9 Euro, hat 290 Seiten. Und das Buch ist im Englischen schon von der ganzen Weile erschienen. Ich glaube 2015 gibt es als E-Book zum Beispiel für 3,20 Euro. Also wer gerne englische E-Books liest, ist hier absolut richtig und nennt sich Molly and the Cat Café, was ich irgendwie ein bisschen cooler finde als Glücksbringer auf Samtpfoten. Aber okay, und es gibt im Englischen auch schon eine zweite Geschichte, die sich dann Christmas at the Cat Café nennt. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir vielleicht dieses Jahr zu Weihnachten dann eben auch noch die Weihnachtsgeschichte von Molly lesen können. Also wer Englisch gerne liest, hat hier direkt zwei Bücher. Ansonsten, ich denke, wir werden uns vielleicht bis zur Weihnachtszeit ein bisschen gedulden müssen. Ja, Molly ist natürlich hier unsere Protagonistin und das ist die Katze, die man im Grunde auch schon auf dem Cover sieht. Denn sie kommt als ganz junge Kätzin zu Marguerite, einer älteren Dame, die sich so ein bisschen einsam fühlt und die beiden sind ein Herz und eine Seele und sie wird verwöhnt und mit Delikatessen sozusagen und auch mit Streicheleinheiten und ja, so ein ganz inniges Katzenfrauchen, Katzenfrauchen-Verhältnis und ja, Marguerite wird aber immer älter und vergesslicher und eines Tages ist es soweit, dass ihr Sohn eben kommt und Marguerite einpackt, ins Heim bringt und somit auch Molly einpackt und sie zu irgendeinem Typen bringt, der drei Hunde hat. Und damit kann sich Molly aber überhaupt nicht abfinden und geht eben auf die Suche in die nächste Stadt nach irgendwie einem neuen Leben. Und sie spürt schon, so eine echte Streunerin ist sie nicht und hofft eben auf ein exklusives Frauchen-Katzen-Verhältnis. Und da begleiten wir sie eben so ein bisschen. Denn sie trifft natürlich auf einen Menschen, der gerade ein Café eröffnet hat, nämlich Debbie. Und so entsteht dann eben auch der Titel des englischen Buches, dass wir hier eben Molly haben, die in einem Café ist. Und was es da so auf sich hat, das müsst ihr dann natürlich selbst lesen. Ich mochte das Buch unglaublich gerne. Es ist natürlich eine leichte Geschichte, es ist eine Sommergeschichte, es ist eine Geschichte aus der Perspektive einer Katze, aber es ist so liebevoll geschrieben und es gibt so viele Schmunzelmomente, wo ich denke, ja, ich glaube, in diesem Moment würden meine Katzen genau dasselbe denken oder denken sie am Ende wahrscheinlich auch. Und ich fand es ganz, ganz toll, wie uns hier Molly als Charakter rübergebracht wurde. Also es war zu keinster Weise irgendwie unrealistisch, es war überhaupt nicht merkwürdig, diese Katzenperspektive, wie sie uns Menschen wahrnimmt, wie sie ihre Welt wahrnimmt und es passieren eben auch so ein paar typische Katzendinge, die ich total niedlich fand und ich fand das echt toll erzählt. Ich mochte es wirklich sehr, wie uns die Welt so gezeigt wurde aus Katzensicht und das ist halt auch einfach so, wenn man selbst halt Katzen hat, dass man sich halt da irgendwie hineinversetzen kann. Also jetzt nicht bedingt in die Katze. Aber so, ich meine, wir Menschen sind manchmal schon komisch und das so von einem Spiegel vorgehalten zu bekommen von einer Katze ist halt irgendwie schon lustig und unterhaltsam und das mochte ich wirklich gerne. Es gab so ein, zwei Momente in dieser Geschichte, wo ich dachte, ach Mensch Molly, jetzt warst du die ganze Zeit so eine Intelligente, jetzt stellst du dich gerade ein bisschen blöd an, aber ja, darüber gucke ich hinweg. Also es war wirklich eine wunderschöne Geschichte und auch mit Tiefgang, auch nicht nur mit Schmunzelmomenten, sondern auch mit so Momenten, wo man sagt, das ist im Leben wichtig und da muss man sein Augenmerk drauf legen und es war einfach schön. Also es hat mich unglaublich gut unterhalten und mir hat auch der Sprachstil sehr, sehr gut gefallen und auch wie die Geschichte so die Wendungen hatte, wie die Menschen darin agieren und ich fand es wirklich toll gemacht. Also mir hat es sehr viel Spaß gebracht und ich habe auch ein Zitat rausgeschrieben. Die Menschen glauben immer zu wissen, was sie wollen, aber sie wissen nicht immer, was wichtig für sie ist.
Du kannst es ihnen zeigen. Das sagt nämlich Margery zu ihrer Katze, als sie, glaube ich, so ziemlich schon gegen Ende war und im Grunde schon gemerkt hat, dass sie so ein bisschen vergesslicher wird. Und das fand ich einfach wunderschön. Weil ich glaube, wir Menschen sind tatsächlich so. Also ob wir immer so richtig wissen, was wichtig ist, glaube ich tatsächlich fast nicht. Und wir beschäftigen uns auch viel zu viel mit unwichtigen Dingen und ja, kommen da schon manchmal so ein bisschen vom Weg ab. Also eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte, die mir wirklich Freude bereitet hat. Jetzt nichts literarisch Hochwertiges, aber ich finde das, huch, meine Katze randaliert hier, muss es, passt gerade so schön, ja, muss es auch gar nicht sein, aber ich fand es wirklich schön. Und ich habe das wirklich so gefühlt, in einem Atemzug weggelesen und es hat echt Spaß gemacht. Also ich, Ja, und dann das letzte Buch, wo ich aktuell nur das Buchcover sozusagen hier liegen habe, ist Auf immer gejagt von Erin Summerill. Ich hoffe Summerill, wie auch immer wir sie aussprechen wollen. Das ist im April diesen Jahres im Carlsen Verlag erschienen, kostet als gebundene Ausgabe 20 Euro, als E-Book 14 Euro, hat 420 Seiten und es gab zu Beginn des Verkaufsstartes eben einen Tag, den sich Carlsen ausgedacht hat und den hatte ich zusammen mit Susan Anfang Juni, glaube ich, war das gewesen, haben wir den zusammen auf entweder auf ihrem oder auf meinem Kanal gemacht und ja, haben dann eben ein Rezi-Exemplar gewonnen und haben jetzt eben beschlossen, dass wir das jetzt einfach auch zusammen lesen. Geplant ist, glaube ich, dass wir bis zum Montag noch lesen. Es sind, glaube ich, 6 Einteilungen oder 7 und die ersten 3 wurden jetzt auch schon gelesen, was so in etwa, glaube ich, 170 Seiten waren. Und es ist der Auftakt der Königreich der Wälder-Reihe und es ist ein Debütroman von der Autorin. Und ja, also optisch ist das Buchcover ein absolutes Highlight mit diesem Schimmer und diesem Gold. Also wirklich wunderschön gestaltet. Und das Buch sieht auch ja ohne Cover sozusagen wunderschön aus und liegt aber nur jetzt natürlich neben dem Bett, weil ich es da gestern Abend noch gelesen habe. Ja, es spielt in einer, ja, auch im Grunde High-Fantasy-Welt, wo wir zwei Königreiche haben, die sich seit kurzer Zeit bekriegen. Wir haben einmal Shirdan. Das ist eine Welt, in der Magie erlaubt ist und auch sehr viele Leben, die Magie ausüben können. Da kommt von unserer Protagonistin die Mutter her. Und wir haben Malam. In diesem Land ist eben, ja, Magie verboten und steht im Grunde unter der Todesstrafe. Und dort treffen wir auf Tessa. Das ist eben unsere Protagonistin und sie wohnt im Malam zusammen mit ihrem Vater. Und ihre Mutter musste eben, ja, im Grunde das Land verlassen, weil eben, ja, sie mit ihrer magischen Verwurzelung nicht mehr erwünscht war. Und auch, ja, Tessa ist nicht sehr erwünscht. Sie ist so ein bisschen eine Außenseiterin. Ihr Vater war der Kopfgeldjäger des Königs und ist in diesem Falle, ja, vor kurzem gestorben, als wir hier in die Geschichte sozusagen dazukommen. Und ja, sie muss jetzt sich langsam von ihrem Haus verabschieden, denn ja, wenn man eben nicht erbberechtigt ist, so wie sie, weil sie eben nicht anerkannt wird als die, also schon die Tochter von ihrem Vater ist, aber eben da sie da zur Hälfte eben eine Shardanierin ist, ich hoffe, man hatte das so benannt, ja, gehört ihr im Grunde nichts und sie wird dann eben auch noch beim Wildern, beim Jagen, ja, im Grunde gefunden und es soll eben wegen Wilderei festgenommen werden und der König lässt so ein bisschen milde walten oder war es der Prinz, weiß gar nicht mehr. Und ja, der lässt eben milde walten und sie soll den Mörder ihres Vaters suchen. Das soll Cohen sein, den sie noch aus Kindertagen kennt, der in die Fußstapfen ihres Vaters getreten ist und bei ihm der Lehrling war. Und ja, sie begibt sich jetzt sozusagen auf die Suche nach ihm und ja, um dann ihrer Strafe auch zu entgehen. Sie wird begleitet von einem Kommandanten und allerlei anderen Menschen, unter anderem auch Leif, glaube ich, würde ich ihn aussprechen. Und ja, wir gehen jetzt eben mit ihr als Spurenleserin ja, durch die Wälder und sie hat eine besondere Gabe. Es kam relativ früh, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie hinten drauf steht. Ja, sie hat eine besondere Gabe, denn sie kann die Wahrheit und die Lüge bei Menschen unterscheiden. Und es steht auch hinten drauf, dass sie die hat. Von daher ist da nichts gespoilert.
Und ja, der Einstieg in die Geschichte war unglaublich schnell. Man ist direkt drin, man bekommt ein wunderbares Bild von dieser Welt, die ja erschaffen wurde. Man bekommt ein gutes Bild von Tessa, die ein etwas sehr merkwürdiger Charakter ist. Da sind wir wieder bei Jugendbücher und jungen Protagonistinnen. Das klappt meiner Meinung nach immer schlechter in den Büchern. Ich weiß nicht, warum. Wir haben hier ein junges Mädchen, das gerade ihren Vater verloren hat, das irgendwie anders ist, das eine Gabe hat und trotzdem versteckt sie sich so hinter sich selbst und ist so, so merkwürdig. Ich weiß auch nicht, so zickig und naiv und so ein bisschen treu-doof und ja, sie misstraut im Grunde den Falschen und glaubt den Falschen und irgendwie so richtig rund läuft das bei ihr nicht. Und für mich ist sie auch eine etwas schwächere Katniss Everdeen. Natürlich bei so einem Wald-Setting denkt man direkt an Panem und auch sie ist mit dem Pfeil und Bogen sehr begabt und da fällt einem halt einfach bei Jugendbüchern direkt Katniss Everdeen ein, an die kommt sie aber bei weitem nicht. Zudem finde ich tatsächlich die Geschichte viel, viel zu schnell. Auf diesen 170 Seiten ist so viel passiert, damit füllen manche ein ganzes Buch. Ja, jetzt kann man sagen, Mensch, hier hast du dich beschwert, dass es Längen gab, hier geht es hier zu schnell. Man braucht aber doch ein bisschen Zeit, um in eine Welt eintauchen zu können, damit sich Charaktere ein bisschen tiefgründig bilden können, dass man da so ein bisschen den Charakter besser kennenlernt. So ein bisschen mehr Zeit, als man hier hat, braucht man einfach. Und man rattert so durch die Geschichte, es passieren schon 5 Wendungen, von denen man gar nicht irgendwie erwartet hat, dass sie kommen, denn man hat die andere Wendung noch gar nicht verarbeitet. Und es geht mir persönlich aktuell viel, viel zu schnell. Also das wirklich, was da auf 170 Seiten passiert ist, war wirklich der Wahnsinn. Auch finde ich sehr merkwürdig, wie die Charaktere miteinander umgehen, wie sie grundsätzlich handeln, was sie denken, was sie in Frage stellen. Irgendwie ist diese Welt nicht so ganz meins. Also ich habe auch mit Susan natürlich schon jetzt so ein bisschen mich ausgetauscht. So ganz glücklich ist Susan auch nicht. Ihr findet ihren Kanal natürlich unten in der Infobox. Und wir müssen einfach mal gucken, wo diese Geschichte jetzt noch hingeht. Vielleicht reißt das Ruder ja noch rum. Ich meine, schließlich liegen ja noch 4 Leseabschnitte vor uns. Und vielleicht lasse ich mich da einfach mal überraschen. Also ja, so richtig bis jetzt begeistern konnte es mich nicht, aber es geht natürlich rasend schnell, dadurch, dass so viel passiert. Es sind halt diese 50, 60 Seiten, die wir uns eingeteilt haben, so fupp, irgendwie auch inhaliert. Ne? Also ja, einfach mal gucken, was noch so auf uns zukommt. Ich meine, wir lassen uns da natürlich überraschen und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Dann gab es diese Woche eine Katastrophe im Hause Steffi. Puh, nicht nur, dass jetzt mein Bein einschläft, sondern am Sonntag las ich in meinem E-Book-Reader und es machte Pling, wortwörtlich, und ich hatte einen Cut in der Diagonal meines E-Book-Readers. Auf der einen Seite war noch die Schrift des Buches zu erkennen, auf der anderen Seite war es weiß und flackrig. Auch an- und ausschalten hat nichts gebracht. Ich habe dann auch im Internet rumgelesen, dass sich manchmal der E-Book-Reader so entleert, dass er sich dann nicht mehr unter Kontrolle hat, dass man ihn einfach mal über Nacht an den Strom hängen soll. Das habe ich auch getan. Es hat leider nichts gebracht. Und ich dachte schon, oh weh, oh weh. Ja, was wird da jetzt die Thalia dazu sagen? Denn da hatte ich meinen E-Book-Reader im November 2015 gekauft. Also er ist knapp ein bisschen was über 1,5 Jahre. Und es gab damals den Tolino Shine 2. Es war damals noch der 2er. Irgendwie im Angebot. Ich glaube, ich habe damals 88 Euro bezahlt. Hatte damals auch ein Video dazu gemacht, dass ich mich ja von meinem alten E-Book-Reader verabschiedet habe. Und ich muss jetzt einfach mal die Thalia bei uns lobend erwähnen. Ich bin ja sonst nicht der größte Fan der Thalia und auch von den Buchhändlerinnen nicht ganz so begeistert in unserer Thalia. Aber ich muss wirklich hier sagen, dass es super schnell umgetauscht wurde, dass sich kurz der E-Book-Reader angeschaut wurde, dass gesehen wurde, huch, mitten beim Lesen, da passt irgendwas nicht. Und ich dann eben mir den nächsten Reader mitnehmen durfte. In dem Fall habe ich mich für das Nachfolgemodell entschieden, für den Shine 2 HD, der natürlich jetzt 119 Euro, glaube ich, gekostet hat, aber ich die 88 im Grunde in Verrechnung bekommen habe und jetzt für 31 Euro eben einen komplett neuen E-Book-Reader habe. Und das ging wirklich wahnsinnig schnell. Es war super freundlich und es war wirklich ganz, ganz tolle Kulanz. Das einzig Traurige ist, dass mein E-Book-Reader hatte ja so ein Aufkleber, Schutzaufkleber drumherum kleben mit einem sehr schönen Motiv. Das gibt es leider für den 2 HD nicht.
So ist es. Und ja, den konnte man natürlich auch nicht mehr abmachen und so. Aber ja, das fand ich wirklich toll. Und ich habe ihn natürlich jetzt auch hier. Er ist von der Größe und vom Gewicht, würde ich sagen, nimmt sich's nicht. Er ist ein bisschen schneller vom Draufdrücken, von diesem Gefühl. Ich weiß nicht, ihr werdet es, glaube ich, nicht so gut sehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hier oben machen wir das Licht aus. Ach ja, oben war schon an. Also man sieht hier wirklich gestochen scharf. Cool wäre tatsächlich halt noch, wenn es irgendwann auch mal farbig wäre. Aber ich glaube, die Tolino, ist da überhaupt irgendeiner farbig? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Aber ja, das ist, ach, ist schon schön, ne? Wenn man hier wieder so ein bisschen rumdrücken kann. Ach ja. Ach ja, das macht schon. Also man hat tatsächlich dann, ich habe dann tatsächlich schon was vermisst und dachte mir wirklich, Mensch, wie bescheuert wäre es jetzt, wenn da irgendwie, ne? Also von daher, ich bin sehr happy vom Gefühl und so. Er fühlt sich genauso an wie mein vorhergehender, vielleicht so ein Hauch leichter. Ich habe ihn geladen, habe meine E-Books auch draufladen können. Die E-Books, die auf der Cloud waren, über thalia.de gekauft sind, auch hier wieder aufgetaucht. Das sieht man hier an diesen kleinen Wolkenzeichen. Und das war auch überhaupt kein Problem. Also es ging ratzfatz und ich danke da wirklich dem Thalia-Team für die Kulanz. Es hat mich echt gefreut. Und auch wenn ich mich am Sonntag echt geärgert habe, so mitten im Satz war es futsch, habe ich mich dann halt am Montag wirklich gefreut, dass ich dann weiterlesen konnte ohne große Probleme. Dann gab es am Montagmorgen um 5.20 Uhr auch die zweite Folge der 7. Staffel von Game of Thrones. Ja, wieder relativ früh aufgestanden, um die Staffel einfach vor der Arbeit noch anzugucken, die Folge. Es war eine Folge, die ich wirklich sehr, sehr gut fand. Es war eine sehr spannende Folge. Es sind viele tolle Dinge passiert, aber auch zwei Dinge, über die ich mich sehr aufgeregt habe und auch Augen gerollt habe. Ja, oder zweieinhalb Dinge. Und wir hatten dann auch unseren Hangout am Dienstag bei der lieben Nina. Ich packe den Link zum Hangout einfach mal in die Infobox, wenn ihr das vielleicht nicht gesehen habt und noch Lust habt auf dem Hangout. Spoiler-Gefahr natürlich, glaube ich, muss ich nicht mehr sagen. Es steht aktuell noch nicht fest, wo der nächste Hangout sein wird. Haltet da einfach die Augen und Ohren auf Facebook und Instagram offen. Da werden wir das alle auf jeden Fall so ein bisschen teilen. Also wenn ihr zwei, drei aus den letzten Hangouts folgt, dann werdet ihr das auf jeden Fall erfahren. Es ist auf jeden Fall wieder Dienstag, 19.30 Uhr und ich bemühe mich auch dabei zu sein. Ich habe nächste Woche noch drei Tage Spätschicht, also zweimal Spätschicht, einmal eine Mittelschicht und muss mal gucken, ja, wie ich das Dienstag, ob ich das so hinbekomme, wie ich mir das vorstelle und werde es auf jeden Fall Montagvormittag wieder anschauen, also ein bisschen später, weil ich ja erst um 11 anfange, aber auf jeden Fall auch am Morgen, bevor ich irgendwelche Social Media Kanäle aufmache, weil die Spoilergefahr finde ich einfach tatsächlich viel, viel zu groß und ich ja, finde es einfach toll, dass es halt die Möglichkeit auch gibt, tatsächlich ab 3 Uhr oder 3.30 Uhr die Folge in Deutschland anzugucken. Und ja, ich finde, das ist einfach toll. Also ich finde, da hat sich Sky wirklich etwas Gutes überlegt. Das war auch, glaube ich, im letzten Jahr schon so. Und dass man da einfach die Möglichkeit hat, auch als deutscher Fan super zeitnah im Grunde sich die Folge anzuschauen. Und ja, ich freue mich jetzt auf die dritte Folge, bin schon sehr, sehr gespannt. Ich umgehe gerade noch die ganzen Trailer, Infos und Bilder zur dritten Folge. Ich mag das tatsächlich nicht, mich vorher grob irgendwie spoilern zu lassen. Ich bin auch keiner, der diese ganzen Leaks liest und versuche da auch immer einen Bogen drumherum zu machen, weil ich persönlich finde einfach, dass es die Spannung ein bisschen nimmt. Manchmal kann man aber gar nicht anders und kommt halt immer irgendwann an dem Punkt, ja, wo man gespoilert wird oder vorgespoilert oder wie auch immer. Aber gut, das so viel dazu. Ja, nächste Woche ist dann ein Friseurbesuch geplant. Am Mittwoch früh habe ich den Termin und ja, muss mich da ja so ein bisschen schick machen für meinen Urlaub und freue mich dann wirklich auf den Donnerstag und dann drei Wochen nichts tun. Es ist kein großes Wegfahren oder in die Ferne reisen geplant, das kommt ja erst im Oktober. Von daher wird das ein wirklicher, einfach ich entspanne mich Urlaub mit hoffentlich schönem Wetter, viel Sonnenschein, mit ja, Freunden, Familie, guten Büchern, schönen Filmen, ja, auch so dem einen oder anderen Tagesausflug oder dann eben auch mal einen Ausflug nach Berlin. Und da freue ich mich schon drauf und ja. Ja, ich denke auch, ja. Ansonsten glaube ich, filmtechnisch gab es die Woche nichts. Wann hätte ich auch noch lesen sollen, schauen sollen. Habe ja wirklich sehr viel und tolle Bücher gelesen.
Und ja, an Videos wird es die Neuzugänge Videos geben. Und ich sage da tatsächlich Videos, weil ich wieder einiges an Neuzugängen im Juli bei mir habe einziehen lassen und ich das wieder in zwei Videos splitten werde. Einfach weil ich sonst finde, dass eins einfach zu lange wird, wenn man doch mal ein bisschen was zu den Neuzugängen erzählt. Und ja, da könnt ihr euch Dienstag und Donnerstag dann einfach auf die Neuzugänge-Videos freuen. Und ja, ich glaube, da ja, haben wir dann alle eine gute Unterhaltung. Und ja, ich denke, das war es soweit von mir. Mich würde jetzt natürlich ein bisschen interessieren, ob ihr eins der Bücher, die ich euch vorgestellt habe, vielleicht selbst schon kennt, selbst schon gelesen habt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, beziehungsweise was ihr vielleicht jetzt auch einfach aktuell lest und ob ihr auch im Game of Thrones Fieber seid. Fände ich mega, mega spannend. Schreibt mir das gerne, wenn ihr Lust habt. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, auch für den schönen Austausch, wenn wir den unter den Kommentaren ein bisschen haben. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.